Back from the dead. Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News und heute geht es um einen verrückten Bug, den ich gefunden habe. Woche 3 Challenges, die schon geleakt sind. Dann ein richtig geiles Konzept und eine Möglichkeit, günstig V-Bugs zu bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit den ersten News an. Also erste News gehen natürlich um die Woche 3 Challenges, die wir jetzt kommenden Donnerstag sehen werden. Dann gehen die Grüße raus an Lukas7, Yoshi, auf jeden Fall mal ein Follow da lassen. Link unten in der Videobeschreibung zu seinem Twitter-Account. Und hier seht ihr es auch schon extra, ein Google Docs-Dokument erschaffen, damit wir das nochmal in Ruhe hier angucken können. Also Stufe 1, das wird ein bisschen schwierig werden. Und zwar muss man da jemanden ja Schaden zufügen, während man selber auf einer Zipline ist. Ich meine, das geht noch rein theoretisch. Die zweite Stufe ist ein bisschen schwieriger. Und zwar muss man dann jemanden Schaden zufügen, während der Gegner auf einer Zipline ist. Also wird ein bisschen schwierig werden, glaube ich, das durchzuziehen. Dann die nächste Sache ist, Eliminations einfach durchführen mit SMG, Pistol und einer Sniper Rifle. Das geht. Dann Kisten suchen. Ihr wisst ja, ihr könnt ja auch generell auch nochmal euren Squad zur Hilfe nutzen oder eure Freunde zur Hilfe nutzen. Das geht ja also mittlerweile. Deswegen dürfte das auch relativ einfach zu erledigen sein. Dann muss man der Treasure Map folgen. Das geht auch. Dann use the Baller in different matches. Und wer nicht weiß, was the Baller ist, das ist der Hamsterball, der reinkommen wird diese Woche. Also macht euch was gefasst. Wir haben bald Hamsterbälle im Spiel drin. Wird richtig nice werden. Das ist sozusagen immer so die Art und Weise von Epic zu sagen, hey, probiert den doch mal aus oder probiert die neuen Items aus, denn hier gibt es eine neue Challenge passend dazu und das ist die dann passend dazu, richtig crazy. Dann Traps nutzen und dann am Ende nochmal verschiedene Plätze suchen. Ihr seht schon Salty, also Fatal Salty in einem Match, dann Hunted, Tilted und so weiter und so fort. Also ist alles zu machen auf jeden Fall. Auf The Baller freue ich mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es ist, mit Hamsterbällen rumzulaufen. So, dann einen verrückten Bug, den ich gefunden habe auf Reddit bei PettyGamer. Auf jeden Fall Link unten in der Videobeschreibung zu seinem Account. Und ich lasse das Ganze mal ablaufen hier. Ich mache mal ein bisschen die Musik ein bisschen leiser und lasse das mal ablaufen hier. Er macht den Conga-Emote, das seht ihr jetzt gleich, und geht dann mit diesem Conga-Emote über die Lava und nimmt keinen Schaden. Ihr wisst ja, normalerweise ist es so, dass man ja dann sozusagen wegspringt, ein bisschen Schaden nimmt und so, sozusagen seine Füße brennen. Hier ist der Fall, dass das so ein Bug ist und das nicht gewollt ist. Das ist sogar so groß geworden auf Reddit, dass tatsächlich einer von Epic geantwortet hat und geschrieben hat, dass zwar der Dance on Fire ist, aber das natürlich nicht so sein sollte und dass dieser Fehler nicht sein sollte und das auf jeden Fall behoben wird dann mit dem nächsten Update. Also wer es mal ausprobieren will und den Conga-Emote hat, der kann gerne mal ein bisschen seine Tanzskills sozusagen in Lava vollführen. Ja, beim nächsten geht es um das Deep Freeze Bundle, beziehungsweise eine günstige Methode, an V-Bucks ranzukommen. Denn wenn ihr das Deep Freeze Bundle schon haben solltet, dann könnt ihr rein theoretisch den Code, beziehungsweise einen zweiten Code, den ihr euch kaufen könnt, nochmal eingeben. Ihr wisst ja, das kann man ja auch kaufen bei Retailern und so weiter, zum Beispiel für die PS4 oder so, kann man dann einen Code kaufen, wenn ihr irgendwo rausgeht in den Laden. Und die Sache ist, dass ihr dann also nicht nochmal das Deep Freeze Bundle bekommt, das wird ja nicht gehen, sondern 3000 V-Bucks. Und das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, 3000 V-Bucks zu bekommen. Für alle, die es nicht wussten, geht am PC übrigens auch, wenn ihr da einen Code nochmal kaufen solltet. Also für alle, die günstig an 3000 V-Bucks rankommen wollen, hier nochmal die Möglichkeit. So, und als letzte News, der Pizzamann. Gefunden auf Reddit, eingereicht von Based, unten auf jeden Fall mal der Account verlinkt in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, wir haben den Tomato-Typen drin. Und wir haben den Burger-Typen drin. Eigentlich fehlt der Pizzamann. Und hier haben wir einen Pizzamann. Sogar mit einem Pizza-Auto als Gleiter. Richtig detailliert gemacht. Und sogar mit so einem Pizzawender als Harvesting-Tool. Richtig nice finde ich das übrigens. Und der hat sogar hinten ein Schild als Backpack drauf. $5 für eine Pizza. Also richtig geil, wie ich finde, muss ich sagen. Warum nicht? Ich meine, wir haben eine Banane drin. Und das ist jetzt auch kein echtes Pizzastück, sondern das ist hier ein Typ, der sozusagen in einem Pizzakostüm ist. Also wenn wir schon eine richtige Banane drin haben, dann müssen wir eigentlich auch einen Pizzatypen bekommen. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ein Pizzamann es verdient hätte, ins Spiel zu kommen. So, das war's heute leider mit meinen News. Nicht ganz so viel zu berichten. Einige coole Konzepte auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall die Woche 3 Challenges und natürlich die krassen News, dass die Hamsterbälle sozusagen reinkommen mit den Woche 3 Challenges. Also bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze wird. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Ist noch nicht so viel dazu geleakt. Es gab noch kein Gameplay oder sowas, wie das Ganze aussehen wird. Ich denke mal jetzt im Laufe der Woche, jetzt wenn die Woche startet, werden wir ein bisschen was dazu sehen. Kann gut sein, dass wir das ein oder andere dann uns mal anschauen können oder so, dass da was geleakt wird oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich meine, jetzt haben wir keine Flugzeuge drin. Jetzt bekommen wir Hamsterbälle. Wird vielleicht ganz lustig werden. Mal schauen. Könnte aber auch richtig kacke werden. Also manchmal ist es ja so, dass einige, ich sag mal, Neuerungen bei Fortnite nicht ganz so gut ankommen. Aber schauen wir mal. Ich bin gespannt auf jeden Fall drauf. Und gerne auch eure Meinung zu dem Konzept zum Pizzamann. Vor allem würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.